Ja, Gisdol, das erste Pflichtspiel steht an. Das bedeutet ja auch, dass man sich in der Torhüterfrage festlegen muss. Wer wird denn jetzt die Nummer 1 in der kommenden Saison und weshalb? Erstmal muss ich gar nichts vor dem Pokalspiel, aber ich habe es gemacht. Gestern schon. Martenia wird starten im Tor, wird unser Nummer 1 in die Saison gehen und Julian dementsprechend als Nummer 2. Nachfrage wahrscheinlich wegen Pokal und Liga. Also die Frage war, warum die Entscheidung so getroffen wurde. Ja, wir müssen immer sportlich fair entscheiden. Das ist mal das Allerwichtigste. Und die Leistungen von Christian waren insgesamt in der Vorbereitung, in dem dieser Zweikampf ausstand, waren einfach ein Tick besser wie die von Julian. Und das haben wir sportlich ganz fair bewertet, haben das mit den beiden Spielern auch besprochen. Das wird auch sportlich so hingenommen und wird auch als fair betrachtet, was wir da beurteilen. Ich glaube, es war in dem Fall nicht so schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil es halt doch ein Tick deutlicher war in dem Fall. Und deswegen hat Christian sich da durchgesetzt und wird da unser Vertrauen voll und ganz haben. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn dem Christian was passieren würde, morgen auch den Julian reinzustellen wäre. Auch kein Thema für uns.